Herzlich willkommen zurück zu Metroid Zero Mission, ja. Ihr habt richtig gehört. Nach der mehr oder weniger Laberecke von letzten Part möchte ich jetzt noch wieder Erkundungstour spielen. Gehe dafür noch eine Schleuse höher. Ja. Diese ganzen Viecher, ey, oh. Und diese Dinger hier, die gibt's auch in Metroid Other M. Wenn ihr da coole Let's Plays zu sehen wollt, einen sehr, sehr guten Let's Player kann ich euch da ans Herz legen. Er hat es zwar bis dato noch nicht durchgespielt, dennoch ist er, ich finde, einer der besten Let's Player, die Deutschland zu bieten hat. Das wäre der Funk Royal. Derzeit macht er hauptsächlich Livestreams und spielt League of Legends. Auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Müsst ihr mal seinen Kanal verfolgen und schauen, wann er den nächsten Stream macht. Ich weiß nur, dass es ein League of Legends Turnier gibt diesen Freitag. Wobei, wenn ich das hochlade, ist es schon lange. Ganz lange nicht mehr aktuell. Egal, ich gehe den Weg nochmal zurück. Weil ich Spaß und Freude daran habe, die Gegner tot zu laufen. Zerstörungsmodus on! Ja. Diese Kree-Eulen. Ja, verpisst euch alle mal. Das ist mir gerade total egal. Ich möchte diese Missiles haben. Ich weiß nicht, warum es für mich gerade so schwer ist, wo ich die doch eigentlich nur ein Eisen brauche, diese Ölmogelfechter. Im Übrigen bin ich auch am Überlegen, ob ich Metroid Other M Let's Player. Es wäre dann zwar kein Blindrun, weil ich habe das Spiel schon durchgespielt, aber ich weiß so gut wie nichts mehr davon, also wenig. Ich würde mich vielleicht an ein paar Passagen erinnern. Und da ich nicht spoilern möchte, sage ich nur, es lohnt sich echt, sich das anzugucken. Wie gesagt, Funk Royal, ob ich das mache, weiß ich derzeit nicht, also ich... Derzeit lässt sich das nicht mit meiner Zeit vereinbaren. Dann schaffe ich es nur mal hier so ein paar Parts zusammen zu zimmern. Aber richtig viel ist da jetzt nicht drin bei mir. Tut mir auch echt leid, aber. Alter, ich will diese beschissenen Missiles haben. Es ist doch wirklich. Das ist wie verhext, ey. Was soll denn das? Ich bin schon ganz deprimiert. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, dass sie gelaufen ist. Das habe ich erst mitgekriegt. Ja, jetzt machst du alles in Slow-Mo. Das ist wieder so typisch. Sorry, Leute. Falls euch das jetzt hier langweilen sollte, habt ihr Pech gehabt. Ich will diese Missiles. Ich will die. Weil für Mother Brain, also wenn die genauso scheiße ist wie in Super Metroid. Ich hasse es da. Dann brauche ich jede Missile, die ich kriegen kann. Jede. Egal ob Super Missile oder... Bin ich richtig? Ja. Egal ob Super Missile oder normale Missile. Ich habe Ridley auch mit normalen Missiles getötet. Ich habe ihm die einfach nur mal richtig schön tief in den Anus reingeschossen. Weil ich weiß, dass er das so liebt. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die diese Spielreihe nicht kennen. Leute, ihr verpasst echt was. Metroid ist so eine dermaßen geniale Spielereihe. Ich habe zwar definitiv noch lange nicht alle davon gespielt. Nichtsdestotrotz, also das, was ich davon kenne, ist erste Sahne. Also... Eins der geilsten Spiele ever ist sowieso Super Metroid. Also zwar sehr, sehr anspruchsvoll, wie ich persönlich empfinde, aber
Es macht Spaß. Endlich! Mr. Container erhalten, Mr. Kapazität erweitert. Yeah! Hier war ich auch noch nicht. Wie, ich war hier noch nicht. Jetzt weiß ich auch, wieso ich hier noch nicht war. Kein Bock, den Mr. dazwischen zu ballern, eigentlich. Ja, die gucken mir so eklig und röcheln die so. Gut. Super Mr. Container erhalten, ist Super Mr. Kapazität erweitert, alter Falter. Ich habe hier so viel gefunden im Bereich Ridley. Das ist der Hammer. Das ist mal so krank. Wenn ich die Biester ja alle wieder vernichtet habe, dann bombe ich hier den Boden nochmal ab. Es kann ja immer sein, dass hier irgendwo wieder was versteckt ist. Oder noch ein Geheimgang oder was weiß ich. Wer weiß, was man hier noch so finden kann. Gut, nix. Schade, echt. Das hätte mir jetzt gefallen. Jetzt macht's mir auch nix. Ja, das war ein sehr ereignisreicher Part, denke ich. Yep. Elektroschocks durch den Körper gejagt. Das macht sie ganz hibbelig. Uhuhu, okay. Speichern abgeschlossen. Ja, und wenn ihr möchtet und wissen wollt, wie es weitergeht auf meiner Erkundungstour, ja, dann schaut euch einfach die nächsten Part auch wieder an. Bis dahin, tschö mit Ö und tschüss.